Hallo und willkommen zurück zu Fluch der Karibik. Es geht weiter. Wir haben ein paar beschädigte Schiffe. Eins ist uns abgesoffen, das letzte Mal. Und wir sollten echt mal wieder schauen, dass Geld in die Kasse kommt. Wir müssten einen Offizier anheuern. Wir müssten außerdem Geld verdienen. Was heißt, wir müssen Offizier gehen, wenn wir ein Schiff entern können, das wir dann verkaufen können. So würde ich das auf jeden Fall sehen. Wir könnten auch eins unserer bestehenden Schiffe verkaufen. Da wollen uns die Engländer wieder an die Hacken. Und ich wäre fast versucht, sie ja zu sagen. Okay, sie haben sich's anders überlegt. Oder doch nicht. Ach du. Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Das sage ich euch ganz ehrlich. Und sie drehen schon bei und wollen uns die erste Salve geben. Das könnten wir entern, das könnten wir zumindest entern, das können wir aber nicht verkaufen, das ist das Schlimme. Das Schlimme ist, dass wir es nicht verkaufen werden können und ich weiß nicht, ob meine anderen zwei Schiffe das überleben. Oh nein, unsere Crew hat nicht gesiegt. Leider. Nicht total zumindest. Na gut, vielleicht kommen wir noch aus der Sache raus, können ein bisschen looten. Das Blöde ist, ich habe keinen Offizier, der dieses Schlachtschiff einnehmen kann. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, dann hätten wir uns das erstes holen sollen. Vielleicht schaffen wir es auch so. Ist jetzt auch so ein bisschen meine Hoffnung, muss ich sagen. Ah, dann packen sie uns hier nur so Keramik und Bronzesachen rein, das ist natürlich enttäuschend. Danielle ist da echt eine Hilfe, muss ich sagen, weil sie nicht sterben kann. Und er ist wieder mit in der Partie. Oh, sehr gut. Wir haben gewonnen. So. Aber dann haben wir immer noch ein Schlachtschiff zu besiegen. Und, ich glaube, da waren noch zwei Fregatten oder so. Das ist auch nicht unbedingt... Ja, die letzte Fregatten... Party ging böse für uns aus. Oh, das war's schon. Gefällt mir. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir noch irgendwie heil aus der anderen Sache rauskommen. Ich nehme mal alles. Und... Oh, wir sollten nicht alles nehmen. Es ist zu schwer, oder? Zu spät. Tauschen tun wir nicht. Wir versenken das Ding. Dann laufen wir schon das nächste an. Dem richtig Beef gegeben. Feuert doch mal hier. Okay, das ist auch verdrängt. Ich bin froh. Haben wir nur noch zwei schnelle. Oh, oh, das könnten wir erwischen. Au, oh, unsere eigenen Schiffe ballern uns ab. Was natürlich keine Absicht ist. Hau da einfach raus. Komm schon. Ja, sie haben es geschafft. Sehr schön. Und das letzte versenken wir dann noch. Und dann haben wir das auch geschafft. Sogar nicht mal mit so großem Verlust, muss ich sagen. Es könnte ein bisschen mehr Zeug drin sein. Wir sind ein armer Pirat. Wir brauchen Money. Jetzt lohnt sich nicht mal mehr das Plündern hier. Das finde ich sehr unschön. Ein Räuchertopf. Na toll. Die ollen Briten räuchern die ganze Zeit hier. Die räuchern mir zu viel. Mehr Dekadenz bitte. Mehr Gold und so. Oh, Danielle ist auch gut mit dabei. Mit ihrer Pistole. Ich wusste gar nicht mehr, dass sie überhaupt eine hat. Ich habe ihr eine gegeben, oder? Oder sie hatte schon eine. Egal, wie auch immer. Sie ist sehr gut ausgerüstet. Sag ich nicht nein, weil ich mich nicht dagegen. So. Da ist nichts drin. Wir haben auch kein Glück mit den Dingern hier an Bord. Das ging schnell. Oh, ein Smart. Sehr schön. Irgendwas müssen wir ja bekommen. Ist hier noch was? Oh ja, hier sind zwei Sachen. Okay. So, dann schauen wir nochmal hier.
Wir haben kein Glück, ich sag's euch. Naja. Da nehmen wir jetzt nichts. Das ist mir so ein bisschen zu... too much. Die Crew nehmen wir uns. Und Charaktere haben wir ja, wie gesagt, keine. So. Und jetzt schnell das letzte hier versenkt. Ach, da ist es. Das ist doch auch schon in Schussreichweite hier. Feuer. Muss der Captain wieder an die Kanonen. Schlimm sowas. Vielleicht ist er wieder... Gott. Ich bin nie so froh, diese Insel zu sehen. Nein. Und dann lande ich da nicht. Oh, ärgerlich. Also, unsere Plünderzüge an Bord, die haben uns nicht sehr weit gebracht, muss ich sagen. Gerade hat uns das Glück noch nicht verlassen. Nimm deine Becher mit mir an. Ich brauche ein Zimmer, das ist der unhöfliche Barmann, glaube ich, ja. So, brauche ich Männer. Kann ich mir eh nicht leisten, oder? Ich glaube, da ist unser Wert liegt gerade nicht auf Männern. Offizier wäre nicht schlecht. Keine Beute, nichts im Sack, was, Kamerad? Ich werde mal speichern und dann holen wir uns einen neuen Offizier, wenn das Geld reicht. Jetzt habe ich nicht gelesen, was er kann. Was will er denn? 3800 Goldmünzen, das ist gut. So, was kannst du denn? Bitte was Gutes. Ja, er kann segeln, das ist das Wichtigste. Oh, er hat überall was, der ist sehr gut. Du gefällst mir, Gontier Olleris. Stufe 20. So muss das sein. Der ist höher als ich, das darf nicht sein. Schmeißt ihn raus. Aber sehr gut. Nee, gefällt mir. Der hat sogar 85 Gold, okay. Das ist ein eigenes Gold. Interessant. Wir wollen zum Laden. Habe ich die Güter alle mitgenommen? Ich glaube ja. Welche Ehre für mein Etablissement, Captain. Ja, aber da kommt so ein Lassen drauf, dass das eine Ehre ist. Denn von mir kriegst du den feinsten Paprika verkauft hier, den es auf dem Archipel gibt. Und den feinsten Zucker. Und natürlich noch ein paar Weizenkörner. So. Und ein paar Bomben. Ein paar brauchen wir natürlich noch selber. Aber ansonsten... 6000 Gold wehre ich mich nicht. Und wir können auch ein paar Kartätsche verkaufen. Die Dinger benutzen wir eigentlich auch nie. Hoppla. Entschuldigung, da bin ich kurz gegen das Mikro gekommen. So. Ich glaube, dann hätten wir wieder ein bisschen... Ja, fast 10.000. Das geht doch. Ich würde auch gerne die Gegenstände bei dem Laden verkaufen können. Dass das immer nicht geht, ist ein bisschen nervig. Dann haben wir schon mal wieder einen Offizier und damit können wir schon wieder was anfangen. Die einzige Sache ist, die Schiffe sind nicht mehr wirklich fit. 33%, 40, 42, oh, unseres ist am unfittesten sozusagen. Auf in den Hafen. Wir sind keine Kaufleute, glaube ich. Nee, sieht nicht stimmig aus. Ich zieh mal aus. So, jetzt kommt es wirklich auf das Glück drauf an. Wir müssen auf eine Karawane stoßen, die wir einnehmen können. Beziehungsweise wo die Wohnung... Oh, und der darf nicht draußen sein. Der muss hier... Wir müssen den absetzen. Auf dem Schiff absetzen quasi. Ja, da sieht man schon die Anschlüsse hier an unserem Schiff. Und diesmal ist es nicht repariert. Das passt also. Das sieht wirklich so geschunden aus. So. Und jetzt hoffen wir, dass unsere Schiffe heil bleiben und dass wir ein anderes einnehmen können. Ich muss einfach... Wow, ist das schön. Oh, ich dachte, das wäre ein englisches. Okay. Englische und Piraten. Nee, da haben wir doppelten Gegner. Ach du Scheiße. Ja, das dachte ich mir schon. Jetzt können wir nämlich nicht zahlen hier. Oh, und ich glaube, die Moral unserer Crew wird scheiße, aber nur wenn wir neu mehrmals hintereinander das Geld nicht zahlen. Und wir haben Gott sei Dank, glaube ich, neulich gute Leute angeheuert, sehr heitere Leute angeheuert. Jesus, das war aber auch jetzt was. Piraten! Na kommt.
Und Engländer verfolgen uns auch noch. Aber wir wollen uns mit den Piraten anlegen. Yay. Wir müssen ja nicht alles entern. Ein Schiff reicht ja schon. Oh, wir machen gerade das Beste kaputt. Ich bin auch ein Experte. Aber das Beste ist auch das Schnellste. Oh, jetzt können wir es vielleicht. Jetzt haben wir es doch. Jetzt haben wir es. Die anderen sollten wir noch schaffen. Haben wir es? Hä? Haben wir es gewonnen oder nicht? Okay, ich war mir jetzt nicht sicher. Okay, normal würde ich die Tasche nicht mehr plündern, aber da wir jetzt wirklich gerade jeden Cent brauchen, nehme ich mal alles mit, was wir kriegen können hier. Wenn wir es noch ein bisschen dicker hätten und nur das Schiff haben wollten, dann wären mir die Dinger jetzt egal. Aber so gesehen ist es nicht ganz so easy. Müssen wir jetzt aber aufpassen. Ich glaube, die haben ein bisschen bessere Waffen, als wir gewohnt sind. Oh, die sind uns auch weggestorben. Das ist blöd. Zwei Silberringe. So mag ich das. Ich frage mich auch, ob die Moral was ausmacht, wie viel oder wie krass die uns hier sterben, unsere Crew. Ich hoffe nicht allzu viel, weil ich glaube, die Moral dürfte etwas runtergegangen sein, nachdem wir ihnen letztens die Heuer nicht bezahlt haben. Hier sind wir in der Überzahl nett. Sehr schön. So mag ich das. Müssen wir nur noch schauen, dass wir hier ein bisschen was abstauben können, das Schiff einnehmen und dass uns keines von unseren Schiffen dann unterm Hintern wegsinkt. Das wäre sehr suboptimal. Versteht sich irgendwie von selbst, aber man weiß es ja nicht. So, ich nehme mal alles, dann können wir wieder was verkaufen. Crew-Transfer auf jeden Fall. Ach ja, und Crew. Nee, Crew war es nicht. Charaktere. Oh, fast vergessen. So, und dann weg davon. Denn die sollen ja überleben hier. Apropos überleben. Unsere müssen auch überleben. Und die anderen haben noch volles Leben hier. Das ist nicht gut. Ich hoffe, etwas sinkt, aber es ist nicht unseres. Ja, es ist ein gegnerisches Schiff. Oh Gott, ja. Oh, ich glaube, das ist gerade nochmal so mit Ach und Krach sind wir da davon gekommen. Ich speichere. Ich sehe nämlich schon wieder ein Piratenschiff und das werden wir nicht überleben, das sage ich euch. Oh, diese Insel. Bloß, dass wir die... Ich könnte nach Oxbay, ich könnte nach... Ah, ich bin am Überlegen. Ist auch gefährlich, weil da wahrscheinlich keiner mehr ist auf diesen Inseln, weil wir die eingenommen haben. Ich schaue nächstes Mal wieder hin. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir dieses Schiff loswerden und dann Money und so. Ihr wisst Bescheid. Erstmal festmachen. Oh, gut. Auf zur Werft. Das wichtigste Gebäude dieser Tage. Ein Saphir hat uns noch reingepackt. Sehr schön. Mon Capitaine, soll ich reparieren etwas? Ja, du ahnst gar nicht wie sehr. Und ich will diese Fregatte verkaufen. Für 89.000, das hört sich doch gut an. Und für 35.000 repariert er uns dieses Schiff. Und für 38.000 dieses. Und für 30.000 dieses. Dann haben wir wirklich keine Kohle mehr. Ich will ein bisschen was auf Tasche noch haben. Ich lasse das mal so. Und... Dann gehen wir noch mal schnell zum Laden. Warum gehen ihn woanders, eh? Oh, wir haben sauber zu viele Kanonenkugeln. Aber sowas von. So, weg mit denen.
weg mit denen. Und hier tun wir auch ein bisschen reduzieren. Ist nur gut für uns. Wird das Schiff leichter. Das lasse ich mal. Ansonsten, ach, wir haben noch hier Schokolade. Weg damit. So, ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr. Doch noch. Ah ja, das war auf einem anderen. Na egal. So. Sehr schön. Jetzt brauche ich bloß noch einen Händler, der uns unsere Kleinode abnimmt. Geht's hier raus? Hier gibt's doch Händler, oder? Ja, hier gibt's Händler. Sehr schön. Oh, ein sonniger, aber sehr stressiger Morgen. Oh, vielleicht ist der Fleur. Ein gestresster Captain versucht, dass seine Nussschalen nicht sinken. Ja, das könnten sie durchaus. So. Alles weg hier. Und dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Oh, wer hätte gedacht, dass es so anstrengend ist, so eine Schiffsarmada zu unterhalten? Bisschen nervig. Aber was soll's. So. Gut, er braucht auch ein bisschen Erfahrung, auch der gute Nathaniel. Ich fürchte fast, da werden wir aufpassen müssen. Oder wie gut sieht es denn unsere Schiffe aus? Wir könnten vielleicht auch schon die Hauptquest angehen. Ich frage mich gerade, ob das letzte Fitzelchen Erfahrung für unsere geliebte Schnellenderfertigkeit dann eigentlich auch kommt. Aber ich würde gerne das letzte Schiff noch fit haben. Und dafür werden wir noch ein bisschen Geld brauchen. Plus noch ein bisschen Polster eben für die Heuer. Weil wie gesagt, wir haben jetzt schon einmal nicht Heuer bezahlt. Und irgendwann, ja, werden wir wahrscheinlich auch massakriert werden von unseren Leuten hier. Die wollen ihre Kohle. Können sie nicht immer nur in Rum bezahlen. Hallo, englisches Schiff. Auf Wiedersehen, englisches Schiff. Das war vielleicht ein Handelsschiff. Das wollte kein Beef mit uns auf jeden Fall. Aber die wollen Beef mit uns. Ist das dann ernst? Was ist es denn? Ein Dreier. Und sie ziehen die Segel an. Wollt ihr uns wirklich entern? Wollt ihr das tun? Wenigstens, wenn es wenigstens ein einziges Schlachtschiff wäre, das könnten wir echt gut verkaufen, aber nee. Die wollen nicht in uns reincrashen, deswegen haben sie die Segel. Jetzt merken sie, dass wir sie entern wollen. Nein, doch nicht. Die können sich nicht so recht entscheiden. Ja, beschädigt mein Schiff noch ein bisschen. Wenn ihr euch besser fühlt dadurch, hilft euch trotzdem nichts. Oh, da haben wir... Da müssen wir in die Schusslinie gehen, das ist echt nicht schön. So. Das ist ziemlich viel Geentere jetzt, ich weiß, aber... Dass uns der Kahn hinterher unterm Hintern wegläuft, das soll es ja auch nicht sein. Und zumindest ist, würde ich echt gerne diese Schnellenderfertigkeit haben, da könnten wir... Hier nochmal schon ein kleines Geldpolster ansparen. Aber wir schauen mal. Ich will das hier nicht zu lang treiben. Nicht, dass jetzt einer denkt, oh, aber Peng, du änderst jetzt noch 100.000 Schiffe und so. Nein, das tun wir nicht. Wir transferieren noch etwas Crew. Wir sagen, bitte werde Captain. Und Dankeschön. Komm, Kaiser, haben die einen Fort? Haben die eine Werft? Ich glaube, sie haben Laden und Taverne, aber ich glaube, sie haben keine Werft. Wie dem auch sei, wir könnten mal ernsthaft schauen. Was macht der denn da? Ja, kann man es auch machen. Oh, wenn man von den Fahrfähigkeiten der Kapitäne hier ausgeht, was die hier so anstellen, dann gute Nacht. So, wir könnten mal wieder nach Oxbay schauen. Auch in Anbetracht dieses Sturms, der sich da hinter uns zusammenbraut. Ich überlege gerade... Ach, Konkassau war nicht die Pirateninsel. Gebradas Costillas war die Pirateninsel. Das gebrochene oder zerklüftete Rückgrat. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Übersetzt, was das heißt. Nein, verdammt. Wir wollen anlegen, natürlich. Ugh.
Was? Okay. Ihr wollt uns doch verscheißern. Das Fort haben wir eingenommen. Ich will das Schiff verkaufen, bitte nicht. Okay, es wurde zerstört. Hä, wir können das nochmal einnehmen? Also ihr seid... Entschuldigung. Das war sehr ungünstig, dieser Nisa. Also ich weigere mich jetzt nicht dagegen. Aber ich bin nur sehr verwirrt. Verständlicherweise vielleicht auch. Wir hatten das eingenommen eigentlich. Ich bin wirklich verwirrt. Wir können das jetzt einfach so wiederholen. Ich komme da nicht ran. Und dann schießen wir wieder auf unsere Freunde hier. Ich erschieße die alle noch. Hier können wir nichts looten. Ich loote dabei mal. Ihr macht das schon. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ach nee, da habe ich jetzt keinen Bock, die wegzuschieben. Das läuft. Das läuft auch, würde ich sagen. So. Alle Schiffe repariert. Das auch noch. Das kommt mir wirklich sehr gelegen. 25.000 Erfahrungsbonus. Yes. Lass mich raten, es sind wieder keine Leute da. Natürlich nicht. Was wollen wir denn überhaupt hier? Oh Gott. Ah, wieder fast aufgestiegen. Yes. Und er ist aufgestiegen. Das wird sofort investiert in... Nein, nicht Nahkampffähigkeiten. Du sollst das Schiff nie wieder verlassen. Professionelle Schiffsverteidigung. Dankeschön. Und natürlich etwas mehr Präzision und Kanonen nachladen. So. Schön, aber ich finde es sehr gut, dass unsere Schiffe repariert sind. Das ist Gold wert in der jetzigen Situation gerade. Und wir fahren mal nach... Ich will mein Schiff ja noch verkaufen, genau. Darf man den nicht vergessen. Wir verkaufen unser Schiff und zwar auf Dowesen. Ist nur ein Dreierschiff in Anführungszeichen, aber ich hoffe, es bringt noch ein paar tausend Gold ein. Würde mich sehr freuen. So. Captain, muss euer Schiff überholt werden? Bitte verkaufen. 47.000. Das ist okay. Und die anderen Schiffe sollten echt jetzt repariert sein, hoffe ich mal. Ja, das sind sie doch. Sehr schön. Was die Crew angeht, müssen wir mal schauen. Ja, es geht so. Sollten wir vielleicht noch ein bisschen auffrischen? Wir haben jetzt... Wie viel Kohle haben wir denn? 104.000. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, mit dem Polster können wir gut leben. Ich trunke oder nüchtern. Ich segel besser als jede stinkende Engländer. Und hier auch ein paar. So. Moral normal. Komm, das kann doch mal. Ah, wird leider nicht gut. Wir könnten noch ein paar Feuer und neue anheuern, aber ich spare mir das Geld mal. Hier ist die Moral normal. Hier ist die Moral... auch nochmal? Nein, schlecht. Auf allen Schiffen schlecht. Wow. Ihr könnt auch ein paar feuern zur Sicherheit, ihr wisst schon. Und dann wieder... Hier kann man nicht mehr heuern. Ach, das ist... Wie oder nüchtern? Ich segel besser als jede stinkende Engländer. Ihr könnt noch ein paar feuern, dass die Moral besser wird. Aber ich glaube, sie werden uns jetzt... Ach, das ist die Frage. Sollten wir... Ein Hoch auf den Captain! Hurra! Wie viele müssen wir feuern, dass sie besser wird? Machen wir mal so und dann machen wir heuern wieder. Mäßig, immerhin. Machen wir das mal so. Ich glaube, ich weiß nicht, was bei schlecht passiert. Das wäre mir nicht ganz recht. Nicht heuern. Feuern bitte.
feuer mal ein paar und dann feuer wieder ein paar. Mäßig, damit kann ich leben. Mit mäßiger Moral werden die Kanonen trotzdem bedient, würde ich sagen. Ah, der will noch nicht so ganz. Das kostet uns jetzt zwar wieder, aber vielleicht schaffen wir es, ja? Ah, jetzt schaffen wir es. Sehr gut. Okay. So, voll ausgestattet mit Männern. Wir haben auch so ein bisschen was auf Tash und so. Was die Sachen angeht. Habe ich noch Sachen, die ich verkaufen kann? Ja, Fremden. Was kann ich für euch tun? Ich hoffe es mal. Ja, wir haben noch ein paar Sachen. Also wenn das auch, das bringt so wenig. Es ist eigentlich schon fast ein Witz. Ja gut, Kleidung bringt nicht viel. Mahagoni, das ist gut. 110 Gold, naja. Bisschen Kaffee für 90 Gold verkauft. Weizen, 40 Gold. Nee. Ich kaufe noch ein bisschen Segeltuch, einfach, dass wir selber noch reparieren können. Und dann verkaufe ich noch ein paar Bomben. Müssen nicht viele sein, aber einfach ein bisschen, dass wir noch ein bisschen mehr Rücklagen haben. So. Und dann hätte ich gesagt, nochmal Flux zu einem Händler. Die sind, glaube ich, auch alle am Hafen. Ey, das passt ja dann. So. Ja, da unten sind sie. Und dann könnten wir eigentlich in See stechen. Dann würde ich gar nicht mehr länger hier mich mit Schiffen aufhalten. Ja, Meneer. Und würde Richtung Hauptquest weiter machen. In der nächsten Folge. Bin ich froh, dass das schon jetzt geklappt hat. Ich dachte echt, wir müssen noch ein bisschen länger hier dafür arbeiten. Aber ich glaube, das sollte uns erstmal reichen. Die 100.000. Unsere Schiffe sind wieder geflickt, alles ist heil. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's auf Richtung Karlroa. Bis dahin, macht's gut, einen schönen Tag, bleibt geschmeidig und ciao.